Ich nie! Christian! Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen. Ein weiterer Vlog mit Christian. Irgendwie ist es meine Lieblingsbegrüßung geworden, was die Vlogs betrifft. Ja, ich möchte jetzt mal ein paar Infos raushauen. Ich weiß nicht, ob die gut oder schlecht sind, ich weiß es nicht. Ja, was mein Kanal betrifft. Nein, ich werde nicht aufhören, ich werde keine Videos löschen, aber ich glaube, ich werde hier und da ein bisschen was ändern. Ich muss eigentlich zugeben, ich habe mich in einer Hinsicht geirrt. Zumindest was meine Let's Plays betrifft. Ich habe ja in dem einen Video gesagt, wo die roten Plover getan haben, dass mir die Aufrufzahlen und so weiter Blödsinn und so weiter egal sind. Aber ich muss sagen, auch wenn jetzt ein bisschen verlogen klingt, es ist doch schon ziemlich hart zu sehen, dass er doch keine Sau interessiert, um ehrlich zu sein. Da ist ein Video dann schon 1-2 Tage online, keine Aufrufe, keine Kommentare und so weiter, überhaupt kein Feedback. Ich muss sagen, es wurmt doch schon, um ehrlich zu sein. Ich hätte es nicht gedacht, aber ja, so macht der Ganze natürlich doch nicht so wirklich Spaß. Ich meine, die Aufrufanzahl an sich ist jetzt nicht so schlimm, aber wenn man dann nach 2-3 Tagen liest, dass da immer noch kein Aufruf ist und nicht mal ein Kommi oder so, ist schon relativ bitter, weil letztendlich möchte man doch schon ein klein wenig Feedback haben. Ich bin mir aber auch bewusst, woran es liegt. Ja, also, es ist klar, ich habe es ja selber gesagt, Let's Plays kümmert keine Sau mehr, die guckt sich kaum einer noch an. Von daher möchte ich jetzt mich darüber nicht so wirklich beschweren und ich bin jetzt am überlegen, ob ich erstmal die ganzen Videos, die ich jetzt im Let's Play Bereich bereits aufgenommen habe, erstmal sein lassen werde und mich mehr auf Vlogs konzentriere. Ich habe diesbezüglich schon ein paar aufgenommen, um mal so ein bisschen ja über verschiedene Sachen zu reden, auch wenn sie vielleicht belanglos sind, aber irgendwie muss ich ja mal mein Inneres so als Ventil raushauen. Und die Vlogs, die werden halt öfter geklickt. Und da kriege ich auch öfter Feedback, was mir auch natürlich dann ein bisschen mehr Spaß macht. Was ich aber vielleicht das weiter probieren werde, ist auf jeden Fall mal wieder meine Eisenbahnsimulation wieder aus dem Keller zu holen und da ein bisschen was zu erzählen. Mal gucken, wie das dann läuft. Wenn das wieder nichts wird, dann lasse ich es halt komplett bleiben und werde mich auf Vlogs spezialisieren. Livestreams funktionieren momentan leider nicht, weil irgendwie habt ihr ja letztes paar Mal mitbekommen. Der fängt übelst an zu ruckeln, obwohl eigentlich mal eine ganze Weile richtig gut gelaufen ist. Ich glaube, dass mein PC in der Hinsicht sowieso langsam anfängt, nicht so richtig zu arbeiten. Irgendwie haut er manchmal was nicht hin. Wenn ich zum Beispiel ein Spiel installiere, habe ich das Gefühl, dass der dafür die komplette Leistung verbraucht und ich noch nicht mal mehr eine Internetseite öffnen kann. Also irgendwas scheint da nicht zu stimmen und ich muss jetzt echt überlegen, wie ich da hinsteuern kann. Aber vielleicht nicht doch Zeit wird, versuchen ein bisschen Geld zusammenzusparen, um mir neue Komponenten bzw. überhaupt mein PC zusammenzubasteln. Aber das wird alles eine Weile dauern. Ich kann mir zwar hier und da ein paar Sachen, könnte ich mir schon leisten, aber letzten Endes richtig auf Spesen komme ich nicht. Man hat ja auch seine Fixkosten und so weiter. Also ja, das sieht schwierig aus. Ich denke mal, ich muss mir damit erstmal vorlieb nehmen. Ja, ich werde jetzt, ich denke mal gucken, wie die nächsten Videos angucken, wie die jetzt laufen. Die werde ich jetzt alle noch nach Hochladen freischalten lassen, zusammen mit meinem Let's Play noch, auch wenn es keiner guckt. Werde zusehen, wie da die Resonanz ist. Und sollte dann unter anderem tatsächlich passieren, dass einige Leute anfangen, mein Final Fantasy X Let's Play zu gucken. Kann ja sein, weil ich aber nicht glaube, was noch nicht weiter schlimm ist. Dann werde ich es weiterlaufen lassen, wenn nicht, werde ich es halt stoppen und pausieren. Ich habe sämtliche aufgenommene Folgen eh noch extern auf Festplatte gespeichert, für den Fall, dass ich irgendwann weitermachen möchte. Aber solange wie jetzt wirklich kein Feedback kommt und kaum einer guckt, weil ich wie gesagt absolut nachvollziehen kann, es ist halt Let's Play, da kickt sich keiner so mehr an, interessiert keinen mehr, werde ich es halt, denke mal, erstmal so lange sein lassen, denn bis vielleicht irgendwann mal doch vielleicht so ein neuer Schwung kommt. Ansonsten werde ich mich wieder auf Vlogs konzentrieren hier zu Hause oder endlich mal versuchen, unterwegs meine Kamera zu quatschen, die Handykamera. Ich habe ja meinen ZTE hier, da habe ich ja schon einen Vlog zu gemacht. Wisst ihr, ob ich den jetzt zuerst freischalten habe oder den hier, ist mir doch völlig Latte. Vielleicht mal ab und zu mal mit einer ruhigen Gegend meine Kamera zu quatschen und dann abzuspeichern und hochzuladen. Einfach ein bisschen von mir selbst zu präsentieren. Einfach auch mit vielleicht ein bisschen auf Angriff zu gehen, dass YouTube tatsächlich Broadcast Yourself wieder heißt, weil inzwischen spielen für mich auch verdammt viele eine Rolle.
das auch zu sehr eine Rolle. Und ich versuche mal da jetzt ein bisschen gegenzusteuern, indem ich mir einfach selber präsentiere, wie ich bin. Ich spiele keine Rolle, ich überziehe auch nichts. Ich fluche, ich benutze Schimpfwörter wie Kacke, Scheiße und Fotze. Ja, und da ich sowieso diese Partnerschaftsdingens nicht mehr habe, ab wann auch immer, kann mir sowieso relativ egal sein, weil ich habe sowieso keine Werbung geschalten. Das wird auch, denkt man, sich auch nicht ändern. Selbst wenn ich eine große Reichweite haben sollte, Werbung wird es bei mir nicht geben. Es sei denn, ich nutze oder irgendwelche Fremdmaterial. Und diejenigen, dem das gehört, die wollen durch mich dann halt Geld verdienen. Und ich habe ja schon ein paar Mal, ja, ich habe irgendwelche Musik benutzt oder so, hieß es plötzlich, ja, Inhalte von Drittanbietern, die schalten Werbung. Und ja, bei meiner Reichweite, wenn 3-4 Leute kicken, verdiene ich auf jeden Fall richtig viel Werbung damit. Also, ja, also, ja, das soll man dazu nur sagen. Ja, der war erstmal von mir, soweit erstmal dieser mehr so inhaltslose Vlog, da war jetzt nicht so viel los. Ich, wie gesagt, bleibt erstmal dabei, dass ich erstmal nebenbei zu meinen Let's Plays versuche, möglichst zeitnah Vlogs zu machen. Als denn, meine Arbeit kommt mir dazwischen. Ich habe jetzt wieder 6 Tage Arbeit vor mir, da werde ich sowieso keinen Bock haben, irgendwas zu machen. Da versuche ich jetzt ein bisschen gegenzusteuern, indem ich jetzt ein paar Vlogs aufzeichne, um die jetzt täglich freizuschalten. Aber ich kann nicht versprechen, dass es den Tag kommt. Das ist klar, wenn man arbeits- und technisch unterwegs ist. Und es gibt sowieso noch einige Thematiken, über die ich reden möchte. Aber denn, wie gesagt, wenn ich dann auch gute Laune habe und auch die Zeit dann dafür da ist. Ja, und das war dann von mir aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, lasst mir ein Like da. Wenn nicht, dann das Recht. Und falls ihr der Meinung seid, ich bin interessant und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann ist ein Klick auf ein Abo und die komische olle schwule Glocke da auch kein Problem. Ansonsten könnt ihr auch sein lassen, ist mir relativ latte. Ich würde sagen, für diejenigen, die trotzdem weiter zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss. Double Peace. Ups, das war jetzt geklaut. Entschuldigung.